Das hier ist Fazıl Say. Vor 2 Jahren hat Fazıl Say im Münchner Gasteig ein Konzert gegeben und ich war dabei. Das hier ist der Gasteig. Hier passen 2419 Menschen rein. Sie sitzen wie in einem riesigen Trichter, an dessen Boden die Bühne ist. So sieht das von unten aus. Stellen Sie sich vor, Sie stehen hier, Sie schauen nach oben in 2419 Gesichter, die alle Sie anstarren. Um Sie herum sitzen die professionellsten Musiker der Stadt und vor Ihnen liegt eine halbe Stunde Mozart, tausende von Tönen. Und wenn Sie nur einen einzigen Fall spielen, dann hört das jeder. Wie kann man das nicht verkacken? Fazıl Say saß am Klavier, lauschte vergnügt dem Vorspiel des Orchesters und dann spielte er Ping-Pong mit Mozart. Er nahm die Impulse aus dem Klavier und warf sie den Leuten im Orchester zu, warf sie dem Publikum zu. Und die Frage war nicht mehr, spielt er auch alles richtig, sondern wo kommt der nächste Ball her und wird das wieder ein guter Pass? Er spielte nicht nur Mozart vor, er erschuf ein Erlebnis. Ich habe dort unten einen wirklich freien Menschen gesehen. Diese wirkliche Freiheit, die sich behauptet in einer furchtbaren, zwanghaften Situation, die im Kopf beginnt, ohne Pose, ohne Angst, das begeistert.